Hey Leute, die Menschheit unterliegt einem stetig wachsenden Fortschritt in allen Bereichen des Lebens. So gibt es laufend neue Erkenntnisse, die uns ein Stück näher mit unserer komplexen und interessanten Welt vertraut machen. Vor allem in der Wissenschaft können kleinste Entdeckungen zu einem großen Umdenken führen und uns mit noch größeren Fragen als zuvor zurücklassen. So wurde in den letzten Jahren ein neues, interessantes Forschungsgebiet eröffnet, welches sich mit der Frage auseinandersetzt, inwiefern wir die Macht über unsere körperliche und geistige Verfassung haben. Es handelt sich hierbei um die sogenannte Epigenetik, die uns Menschen eine neue Sicht auf die Gene gewährt, welche einst als unveränderbar galten und heute laut der neuen Wissenschaft wandelbar und alles andere als festbestimmt sind. Das würde bedeuten, dass wir es selbst in der Hand haben, krank oder gesund zu sein. In den folgenden Videos möchte ich euch erzählen, was genau es mit der Epigenetik auf sich hat und welche Dinge eure Gene beeinflussen können. Ich denke, es werden zwei Teile sein, also vergesst nicht, auch in den zweiten Teil reinzuschauen, wenn er herauskommt. Viel Spaß! Zunächst schauen wir uns an, welche Haltung die Wissenschaft noch vor wenigen Jahren gegenüber der Genetik besaß. Die meisten von euch wurden vermutlich in der Schule über die weltbekannte Evolutionstheorie aufgeklärt, welche der Engländer Charles Darwin entwickelte. Diese legt dar, dass sich Lebewesen genetisch weiterentwickeln, indem sich positive Veränderungen durch Mutation der Gene durchsetzen. Durch diesen Prozess treten neue Merkmale unter dem Nachwuchs auf, welche wieder an die folgende Generation weitergegeben werden. Hierbei ist es reiner Zufall, welche Variationen sich ergeben. Es werden lediglich diese ausselektiert, die nicht gut genug an die Umgebung angepasst waren und sich aufgrund dessen nicht durchsetzen konnten. Charles Darwin ging zudem davon aus, dass der genetische Code, den jedes Lebewesen in sich trägt, ein rein zufälliges Produkt sei und natürliche Prozesse für die Herkunft der biologischen Systeme verantwortlich seien. Diese Denkweise wird heutzutage von immer mehr Wissenschaftlern zu Recht kritisch betrachtet, da sie auf dem Materialismus begründet wurde. Es werden jedoch Dinge wie Bewusstsein, Intelligenz, Wille und Leben nicht als materielle Größe beschrieben. Allein in einem Gramm unserer DNA können 700 Terabyte Daten gespeichert werden, eine Informationsdichte, die alle Computerspeicher der Welt maßlos übertrifft und für den menschlichen Verstand unvorstellbar ist. Diese eindrucksvolle Menge an kodierter Information steckt in jeder Zelle eines Lebewesens. Sie ist unter anderem für die Bildung einzelner Organe zuständig, sowie für tausende Abläufe innerhalb der Zellen und ermöglicht zudem die Herstellung von über 50.000 Proteinen und anderen körpereigenen Substanzen. Bei diesen Gegebenheiten scheint es recht unglaubwürdig, dass allein Materie dazu in der Lage ist, solch einen komplexen Code zu generieren und diese Information zu entschlüsseln. Aufgrund dessen war es essentiell, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten, wodurch Forscher wie Bruce Lipton einen neuen Zweig in der Wissenschaft entdeckten und dadurch die Grundbausteine der Epigenetik gesetzt wurden. Lipton ist bis heute fest davon überzeugt, dass Gedanken einen großen Einfluss auf die DNA haben und diese die Struktur der Zellen ändern, was zuvor noch nicht in Betracht gezogen wurde. Er selbst behauptet, dass unser Glaube und unsere Überzeugungen den Körper, das Denken und damit das Leben kontrollieren, anstatt gengesteuerte Hormone und Neurotransmitter. Laut ihm stellt unsere DNA nur einen Bauplan dar, von dem nicht alles in die Tat umgesetzt werden muss, sondern wir selbst die Entscheidung in der Hand haben. Somit tragen Zellen nur eine Tendenz in sich, dass bestimmte Krankheiten ausbrechen könnten. Die Gene spielen also im Gegensatz zur ursprünglichen Genetik nur eine untergeordnete Rolle und sind stattdessen ein- und ausschaltbar. Dies kann durch verschiedene Faktoren geschehen, die zum Beispiel eine sogenannte DNA-Methylierung in Gang setzen. Bei dieser werden bestimmte Abschnitte der DNA markiert, wodurch verschiedene Proteine angelockt werden, welche die Gene entweder anschalten oder stilllegen. Die Gene können sich auch zusätzlich durch Modifikationen an Histone-Enden verändern. Histone sehen aus wie Spulen, um die sich die DNA wickelt. Diese Spulen können an ihren Enden modifiziert werden und dadurch Regionen an der DNA aktiv oder passiv machen. Auch dies geschieht wieder durch Markierungen, die stark von ihrer Position abhängig sind. Somit werden ganze Chromosomabschnitte in ihrem Lebenszyklus oder ihrer Aktivität beeinflusst, wobei man auch von sogenannten epigenetischen Veränderungen spricht. Die DNA-Sequenz an sich wird hierbei nicht verändert, sondern lediglich die Aktivität der einzelnen Gene erhöht oder gestoppt. Welche Faktoren eine Änderung der Gene hervorbringen, werde ich im zweiten Teil genauer erklären. Besonders interessant wird es,
wenn man die Vererbung der Gene genauer betrachtet. Man fand heraus, dass es vererbbare Merkmale gibt, die nicht in der DNS enthalten sind, woraufhin man Änderungen in der Genfunktion untersuchte. Das Ergebnis zeigte, dass es tatsächlich Veränderungen gibt, welche nicht auf die übliche Vererbung mit Hilfe von Mutation oder Rekombination zurückgeführt werden konnten, jedoch trotzdem an die nächste Generation weitergegeben wurden. Man kam zu dem Entschluss, dass DNA-Methylierungen, also chemische Abänderungen an der Erbsubstanz, vererbt werden. Aber welche Folgen ergeben sich daraus für die nachfolgende Generation? Diese Erkenntnis bedeutet, dass ein Lebewesen, welches durch bestimmte Einflüsse und Faktoren verändert wurde, dessen Abänderungen an die nächste Generation weitergibt. Dies wurde insbesondere bei Tieren mehrfach nachgewiesen und auch in Bezug auf den Menschen gibt es einige sehr interessante Beispiele, die ich euch im zweiten Teil vorstellen werde. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr den zweiten Teil sowie künftige Videos nicht verpassen wollt. Bis zum nächsten Video und bleibt vorsichtig.